Hier irgendwo einen Anfang zu finden, würde ich sagen, fange ich bei Mythdrenor an. Dieses alte Elfenkönigreich war die größte Macht im Norden, der Sea of Fallen Stars, bevor es vor vielen Jahrhunderten in Dunkelheit versank. Lange zeugten nur monsterbefallene Ruinen von seiner Existenz, bis es kurz vor dem Jahr der blauen Flamme wieder von den Sonnen- und Mondelfen in Besitz genommen wurde. Seit seiner Neugründung ist Mythdrenor stark aufgeblüht. Jetzt kann man hier auswählen. Momentan bin ich ein Nachkomme der Koronals. Ihr seid ein Patriot aus Mythdrenor und erfreut euch an dessen alten Mysterien. Hier kann man auch Herz von Kormantor nehmen. Dann verändert sich nur dieser kleine Text hier unten, zum Glück. Ihr seid ein Beschützer der wilden und majestätischen Wälder von Kormantor. Wo auch immer die sind, ist mir egal. Und Militärtradition. Ihr wurdet in einer der Militärfamilien von Mythdrenor ausgebildet. Also wie gesagt, da kann man dann nochmal seine Herkunft etwas genauer bestimmen. Die Dalelands, ich nenne sie einfach mal Dalelands, ist eine Gruppe loser, verbündeter Ortschaften von gemeinsamer Kultur und Tradition. Die Leute auf den Dalelands glauben fest an individuelle Freiheit und gesellschaftliche Verantwortung. Unfreiwilliger Exilant. Sembias Eroberung von Teilen des Dalelands hat euch gezwungen, in andere Gebiete auszuweichen. Das sind alles nochmal Vorgeschichten, mit denen ich mich überhaupt nicht auskenne und von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber dementsprechend muss man sich damit, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Kind der Allianz. Ihr seid ein Produkt der Allianz mit den Elfen von Cormantor. Ihre Kultur verstehend und studierend. Wenn ich jetzt irgendwas falsch ausspreche, bitte entschuldigt mir das. Es tut mir sehr leid, aber ich kenne es einfach nicht. Kampferprobter Veteran. Ihr wart ein mutiger Verteidiger des Daylands und habt euer Land jahrelang gegen Invasoren beschützt. Ja. Jetzt kommen wir zu Cormyr. 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 Das Waldkönigreich Cormyr befindet sich am westlichen Ende des Sea of Fallen Stars. Okay. Die mutigen und edlen Einwohner Cormyrs sind berechtigterweise stolz auf ihr jahrhundertealtes Königreich und betrachten das Land des violetten Drachen als Insel der Vernunft in einer dem Wahnsinn verfallenen Welt. Flüchtling aus Willu? Ja gut. Ihr seid in den bandenbeherrschten Straßen der Gefängnisstadt Walloon aufgewachsen. Oh, violetter Drache. Ihr habt in der berühmten Armee des Waldkönigreichs gedient und bei der Verteidigung der Stadt des Reiches an der Grenze im Kampf gegen Orks und Goblins gedient. Dragon Coast. Endlich mal was, was ich aussprechen kann. Fällt der Name Dragon Coast, werden Bilder dunkler Gassen und illegaler Geschäfte lebendig von Diebesgilden und Piratenschiffen. Hört sich cool an. Als Quell der Unterschiede kann die Dragon Coast sich als Heimat aller Arten von Abenteurern brüsten. Tapferer Pirat, ihr seid ein ehemaliges Mitglied von Blaues Erwachen, einer Piratenbande, dereinst das Dragonmeer heimsuchte, was auch immer. Oder asketischer Kämpfer. Ihr wurdet in der asketischen Klosterhauptstadt von Natlek ausgebildet und seid auf der Suche nach weiterem Wissen in der Welt hinausgezogen. Amn hat alles einen Preis. Kontrolliert von den fünf reichsten und mächtigsten Handelshäusern herrscht in Amn Intrige, Einschüchterung und Pragmatismus. Einwohner Amns, müssen die das hier so oft erwähnen, Mann? Die sind Einwohner Amns, die sich mit der korrupten Herrschaft der hohen Häuser nicht mehr abzufinden vermögen, ziehen oft auf der Suche nach Abenteuer in die Welt hinaus. Ihr seid ein Mitglied der Blazing Swords Abenteuergruppe aus Amn, auf der Suche nach Glück und Ruhm in der Welt. Sword, nicht Sword. Rätselhaft entschlossen. Ihr habt die Korruption und das unmoralische Verhalten der Geldherrschaft von Amn aus erster Hand erfahren und seid entschlossen, die Verdorbenen zu bestrafen. Monsterjäger.
Ihr seid es gewohnt, in der Wildnis Monster zu jagen und fühlt euch fernab der Zivilisation zu Hause. Jo. Baldur's Gate. Ups. Baldur's Gate ist eine Stadt der Möglichkeiten und hat gerechte Gesetze. Die Stadt ist stolz darauf, ein offener Ort zu sein, an dem jeder zum Bürger werden oder ein neues Leben beginnen kann, unabhängig von Rasse oder Hintergrund. Abenteurer aller Formen und Farben kommen nach Baldur's Gate, wo an jeder Ecke eine neue Gelegenheit auf sie wartet. Weltgewandter Säbelrassler. Ihr habt die Stadt auf der Suche nach Abenteuern schon öfter verlassen, als ihr euch erinnern könnt, doch seid ihr immer wieder zurückgekehrt. Unzufriedener Flüchtling. Baldur's Gate war die neue Heimat eurer Familie, aber ihr konntet die Behandlung als Einwohner zweiter Klasse nicht länger hinnehmen. Oder Söldner der flammenden Faust. Ups. Moment mal, da hat sich aber der Text gerade doch geändert. Nee, doch nicht. Ah, schon gut, hat sich erledigt. Die Söldnergruppe Flammende Faust hat lange eine mächtige Stellung in Baldur's Gate inne. Jetzt haben wir noch die Moonshae-Inseln. Vor der westlichen Küste von Faerûn liegt ein Archipel mit Namen Moonshae-Inseln. Dort sind zwei menschliche Kulturen beheimatet, die druidischen Folk und die seefahrenden Nordmänner. Das isolierte und harte Land brachte zähe und selbst genügsame Einwohner hervor. Ihr seid zu den Moonshae-Inseln gekommen, um der Gier von Armen zu entfliehen, und die raue Schönheit der Insel hat euch in ihren Bann gezogen. Forkdörfler? Ihr seid in einem kleinen Forkdorf aufgewachsen, wo ihr euch das Land... Was? Wo ihr euch das Land ernährt? Wo euch das Land ernährte wahrscheinlich. Und abhängig, dass Unabhängigkeit das höchste Gut war. Nordlandkrieger. Ihr seid ein stolzer und wilder Nordländer, der die See und ihre Urkräfte verehrt. Waterdeep. Die Bilder sehen irgendwie cool aus, finde ich. Die Stadt des Überflusses ist ein Geschäftszentrum, an dem Vertreter jeder Rasse, jedes Glaubens und jeder Nation beim Handel treiben, Gerüchte verbreiten und ganz allgemein ihrem Glück folgend anzutreffen sind. Die Einwohner von Waterdeep verbinden die gemeinsame Hoffnung, ihre Lebensumstände zu verbessern und der Wille, Abenteuer willkommen zu heißen, um dadurch reich und berühmt zu werden. Verarmte Adlige, ihr seid berechtigterweise stolz auf eure Familiengeschichte und versucht, ihren Abstieg wieder umzukehren. Hoffnungsfroher Immigrant. Eure Familie hat es in Waterdeep zu etwas gebracht und ihr seht die Welt als Ort voller Möglichkeiten. Gehe ich mal hier entlang, so glaube ich, ne? Neverwinter. Neverwinter ist die Heimat eines kühnen und kreativen Volkes, das seine Stadt nach den Folgen des Ausbruchs von Mount Hotono wieder aufgebaut hat. Wenn auch immer noch ein Schatten ihrer früheren Größe, stellt Neverwinter bereits wieder unter Beweis, warum es Stadt der geschickten Hände genannt wird. Eingeweihter des Glaubens. Ihr gehört zu den Mitgliedern des Klerus, die versuchen, den Glauben der gelagerten Neverwinteraner zu verstärken. Ach du Scheiße, cleverer Opportunist, okay. Wo andere Probleme sehen, seht ihr interessante Möglichkeiten und die Chance auf einen schnellen Taler. Milizverteidiger. Ihr habt geholfen, Neverwinter gegen die vielen Gefahren zu verteidigen, die auf seine Zerstörung aus sind. Und der Wissensdurstige, ihr seid des arkanen Wissens wegen gekommen, das mit der Zerstörung Neverwinters verloren ging. Na toll. Luskan. Die düstere Stadt Luskan fault an der nördlichen Sword Coast vor sich hin, ihre Tage der Größe und Stärke in ferne Vergangenheit. Ziel von abartigen, ausgestoßenen Flüchtlingen, frisch Luskan seine sterbende Bevölkerung mit einem ständigen Strom von Exilanten auf, die Gerechtigkeit und Verfolgung zu entkommen versuchen. Die meisten der nach Luskan Verschlagenen greifen jedoch schon bald nach jedem Strohhalm, es wieder zu verlassen und einem sinnlosen Tod durch die Hände von wahnsinnigen Unholden und Schlimmerem zu entgehen. Ehemaliges Bandenmitglied, ihr wart Mitglied einer kleinen, aber gefährlichen Liebesbande,
Doch nach einem Verrat wurdet ihr dem Tod auf der Straße überlassen. Das klingt fies. Oder Kopfgeldjäger, ihr habt euch mit der Jagd auf gefährliche Kriminelle in Luskan durchgeschlagen. North Dark. Das Unterreich von Ferun ist ein Netzwerk unterirdischer Tunnel, Kavernen, Meere und Flüsse, die die gesamte Welt umspannen. Unter den Landen nördlich und östlich von Waterdeep und Neverwinter liegt die riesige und berüchtigte Region, bekannt als North Dark. Erkunde, okay. Ihr habt die Pfade zwischen den abartigen Städten und geheimnisvollen Ruinen des North Dark beschritten. Entflohener Sklave. Ihr seid einem der berüchtigten Sklavenlager von North Dark entkommen und sucht nun auf der Oberflächenwelt nach einer Zuflucht. Unterreichsexilant. So. Ihr habt die Gesetze eures Volkes im North Dark gebrochen und wurdet an die Oberfläche verbannt. Verdammt. Okay, geht jetzt hierhin noch. Luruar. Sieht schön aus. Luruar ist ein Land der Freundschaft und Sicherheit, eine Verteidigungsliga starker und unabhängiger Städte. Es bietet für Lebensgeschichten in Scherben einen Neuanfang und heißt Vertreter aller Rassen und Völker willkommen, solange die nur mit guten Absichten kommen. Weltgewandte Abenteurer. Ihr habt die Welt gesehen, dem Tod ins Auge geblickt und einen großen Wissensschatz angehäuft. Das wüsste ich aber. Behüteter Student, ihr habt euer Leben in Survey Moon verbracht, beim Studium ferner Länder, alter Geheimnisse und exotischer Völker. Und Hafner von Lua. Ihr seid seit einem Besuch des Moongrim-Turms in Avalund in die Geheimnisse der Hafner eingeweiht. Was für Geheimnisse können Hafner haben? Naja, was soll's. Greyvale. Vor den geheimnisvollen Star Mounts am südlichen Ende des alten Hohen Waldes umschließt das Greyvale den Fluss Delimbir im Norden. Die gefährliche Wildnis bringt eine besonders zähe Gattung der Abenteurer hervor. Heroischer Nachkomme. Eure Eltern haben sich nach einem Land als Abenteurer im Eure Eltern haben sich nach einem Leben als Abenteurer in Greyvale niedergelassen und ihr seid mit ihren Geschichten groß geworden. Ungezähmte Jugend. Ihr entstammt einem der Stämme der Utgard-Barbaren, die nördlich von Greyvale umherziehen. Oder der Waldjäger. Ihr seid ein begabter Jäger und meisterlicher Spurenleser und an das Überleben in der Wildnis angepasst. Netheril. Das Imperium von Netheril entstand aus den Wüstensanden von Anarush. Eine schattenbedeckte Weite, die sich über breite Teile der nördlichen Ebene Feruns erstreckt. Die Netheril nehmen für ihr Land eine lange und fortdauernde Geschichte in Anspruch. Verstoßener Scharans. Ihr wurdet mit den Lehren der Kirche von Schar aufgezogen, doch die Institution hat sich gegen euch gewandt. Shadowar-Elite. Ihr seid ein Nachkomme der herrschenden Elite von Netheril und dem Imperium extrem loyal verbunden. Oder Unterklasse, toll. Ihr seid auf euer Erbe unwahrscheinlich stolz, aber lehnt euch gegen die Arroganz der Netheriler Elite auf. Blöd. Gut. Und so wie ich das sehe, war es das mit den Charakterherkünften. Wer aufgepasst hat, kann sich vielleicht schon denken, welche ich auf jeden Fall nehmen werde. Kommen wir zum Götterglauben. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 verschiedene Götter, beziehungsweise Götterglauben, fangen an mit Ammonator. Das heißt ja wie so ein Transformer, Ammonator. Ist der Gott von Sonne und Zeit. Seine Kirche lehrt, dass er immer wieder starb und neu geboren wurde. Seine Gläubigen sind vor allem Bauern, Händler und Nomaden, die dem Lauf der Jahreszeiten und dem himmlischen Uhrwerk folgen. Jedoch verehren ihn auch Paladine, die sich dem Kampf gegen die Untoten gewidmet haben. Wegen Sonne und so, wahrscheinlich. Ammonatoran? Was das untere bedeutet, weiß ich nicht so genau eigentlich.
Gut, das nächste ist Chanter. Chanter, Chanter. Ist die Mutter von Toril und beaufsichtigt sowohl die empfindungsfähigen Sterblichen wie die natürliche Welt. Sie wird von all jenen verehrt, die vom fruchtbaren Boden abhängen, sowie Bauern, Dorfbewohner, die ein Leben nahe der Natur wählten, und den Druiden, die sich um die Wildnis kümmern. Chanter ist eine gütige und großzügige Göttin, so viel Gs, ey, die die Welt ernährt. Dann haben wir Corellon. Ist ein begnadeter Krieger, aus dem Blut, das er in seinen epischen Schlachten mit Grumsch vergoss, gebar er die Elfen. Okay. Er wird von Elfen und Halbelfen sowie von den Magiekundigen verehrt. Als wohlwollender Beschützer seiner Gläubigen konzentriert er sich auf langfristige Ziele. Das ist nicht schlecht, den sollten wir uns merken. Celebrimbor. Celebrimbor überwacht den Übergang aller Lebenden in den Tod und bestimmt, was deren Taten ihnen im Jenseits bescheren. In ganz Faerûn verehren ihn diejenigen, die den Tod als natürlichen Bestandteil des Lebens betrachten und die Untoten und Nekromanten bekämpfen. Celebrimbors absolute Gerechtigkeit, Strenge und Beständigkeit bringt denen Trost, die Geliebte verloren. Okay. Moradin. Oh, das sieht nach Zwergen aus. Richtig. Moradin erschuf die Zwerge aus Metall und Juwelen und hauchte ihnen mit dem Schlag seines mächtigen Hammers Seelen ein. Er wird daher auch Zwergenvater oder Seelenschmied genannt und von Zwergen, Schmieden und Bergarbeitern verehrt. Er ist streng und kompromisslos, doch verteidigt er unermüdlich und unerschrocken seine Schöpfung. Ogmar sieht nach Gelehrten aus. Ist der Gott des Wissens und der Gedanken, sowohl der gesprochenen wie der geschriebenen Worte. Dem Bewahrer dienen alle, die nach Wissen streben, wie Barden, Geschichtenerzähler, Weise, Schreiberlinge und Magier. Er liebt neue Ideen, unabhängig ihrer Konsequenzen und den Wissensaustausch in all seinen Formen. Selûne. Selûne ist die Göttin des Mondes und der Gezeiten. Sie ermutigt die Welt in dunkler Nacht mit ihrem silbernen Schein und bekämpft täglich von neuem die Dunkelheit ihrer Schwester Shar. Zu ihren Anhängern zählen Seefahrer, Reisende und all jene, die Trost suchen in der Nacht. Die Mondmaid ist gütig, fürsorglich, ohne Altar und doch in stetem Wandel begriffen. Sylvanus. Das hört sich gut an. Sylvanus. Der Vater der Wälder oder Eichenvater ist der Herr der wilden Natur in ihrer ganzen Pracht. Er wird von Druiden, Waldläufern, Einsiedlern und all jenen verehrt, die die Wildnis ihr Zuhause nennen. Sylvanus ist ungezähmt und unberechenbar. Seine Gnade ist liebevoll, seine Wutanfälle sind grausam. Ich glaube, das ist meiner. Sune. Feuer. Ist die Göttin der Schönheit und der zärtlichen Gefühle. Sie wird von Künstlern, Liebhabern und Kavalieren verehrt. Vor allem unter Menschen, Elfen und Halbelfen. Trotz ihrer empfindsamen und koketten Natur ist Lady Feuerhaar wählerisch und distanziert. Sie unterstützt ausschließlich die treuen Gläubigen. Also, wenn schon, denn schon, ne? Tempus, Zeit. Tempus ist der Gott der Schlacht und der Kampfkünste. Er wird von Kriegern aller Stände verehrt, vom einfachen Soldaten bis zum mächtigen Kriegsherrn. Der furchtlose Herr der Schlachten sieht Krieg als Naturgewalt, unabdingbar für den Aufstieg und Fall der Zivilisation. Torm. Der Wahre ist der unerbittliche Gott der Gesetze. Das verstehe ich jetzt nicht. Wartet. Der Wahre ist der unerbittliche Gott des Gesetzes, dem Fundament aller Zivilisationen. Torm dienen Paladine und andere heilige Champions, stets standhaft und rechtschaffend. Ist Pflichtgefühl seine höchste Tugend. Und Timora. Timora ist die Göttin des Zufalls und des Reichtums. Auch bekannt als Herrin des Glücks, wird sie von all jenen verehrt, die sich auf das Glück verlassen oder die es bereits erhalten haben und sich dafür bedanken wollen. Gut. Da ich jetzt natürlich für meinen Charakter auch etwas auswählen muss, werde ich hier auf jeden Fall auf die Grey Veil gehen.
und den Waldjäger wählen, weil das einfach das war, was mich am ehesten angesprochen hat. Und hier Sylvanus, den Vater der Wälder.